also was da alles passiert ist. Und wir haben verschiedene Geschichten aus verschiedenen Epochen geschrieben, historische Geschichten, und die verbinden sich am Schluss zu einem Ganzen. Ja. Wir lesen jetzt jeder einen Teil, eine Geschichte vor, immer abwechselnd. Wir machen nach den ersten beiden Geschichten eine kurze Pause. Und dann können Sie auch Fragen stellen, wenn Sie möchten. Ich lese jetzt mal am Anfang den Klappentext vor, damit man ein bisschen weiß, um was es geht. Und dann fängt der Herr Lindau an. Im Jahr 2054 sind Zeitreisen in die Vergangenheit möglich. Katastrophen, historische Begebenheiten und Attentate können verändert oder sogar abgewendet werden. Einziger Nebeneffekt für den Zeitreisenden ist der Verlust seines Gedächtnisses, sodass er während der Mission nicht genau weiß, wer er ist, woher er kommt und wie er an die Informationen über die zukünftigen Ereignisse gelangte. Es ist eine mysteriöse, elektrische Fliege aus Stahl, die knappe Anweisungen gibt, welche Geschehnisse verhindert oder korrigiert werden sollen. Es scheint, als obliege es jenem Zeitreisenden, die dunklen Schatten der Zeit zu erhellen.